Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei meinem Adventskalendertest. Wir starten wie immer mit dem wunderschönen DM Adventskalender. Und zwar haben wir heute Tag 15, habe ich das schon erwähnt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und wir gucken mal, was sich jetzt hier Leckeres verbergen mag. Ich kann auch mal dem Kalender ein bisschen mehr Platz einräumen, ne? Geht ja hier nicht um mich, es geht ja um den Kalender. Oh nein. Wir haben Apfelwürfel getrocknet. Ich sag's, wie es ist. Ich will es nicht probieren. Ich will es nicht probieren, ich will es nicht essen, aber ich opfere mich natürlich. Ja, das sind wieder so kleine Knödelchen, die hier rauskommen. Fokus kommt klar oder nicht oder wie auch immer. Das sind halt so kleine Apfelstücke. Ich werde auch nicht mehr davon essen als... Ach Leute, alleine schon die Konsistenz, das ist so widerlich, darauf rumzubeißen. Und das schmeckt auch für mich überhaupt nicht mehr nach Apfel. Das ist so, das hat so was ganz, ganz Merkwürdiges. Tut mir leid, aber 1 von 5 wie Gänse. Dann geht's mit dem Workout heute weiter. Und zwar haben wir hier den Kalender von Koro und finden auch sogleich die Nummer 15. Was haben wir hier? Erdbeergranulat. Okay, wait. Erdbeergranulat mit lebenden Bakterienkulturen. Das klingt sowas von unfassbar falsch, ekelhaft und widerlich. Glukosesirup, Zucker, 25% Erdbeeren, Verdickungsmittel, Natriumalginat, irgendwelche Bakterien. Na, ich weiß ja nicht, Koro, ich weiß ja nicht. Es riecht total merkwürdig. Herrgott, Kind, lern doch mal die Sachen ordentlich aufzumachen hier. Also wir haben hier so eine rosa Mischung. So ein bisschen, als würde man im ersten Moment auf so einen Zuckerwürfel beißen. Also nicht von der Süße her, sondern von der Konsistenz her. Schmeckt voll lecker. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was man damit macht. Ist das vielleicht auch was, was man sich aufs Müsli geben kann? Wobei, so eine schöne Vanille-Eiskugel und das dann oben drüber. Vanille und Erdbeere sind ja meine absoluten Favoriten bei Eis. Ich bin dann ganz klassisch unterwegs. Und das dann da drüber streuen, das schmeckt echt verdammt lecker. 5 von 5 wie Gänse. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, dass ich einmal eine wie Gänse und einmal 5 wie Gänse vergeben habe. Das finde ich sehr abgefahren hier von Koro. Aber da sieht man mal wieder, das, was irgendwie komisch klingt, komisch riecht, schmeckt dann im Endeffekt doch ganz gut. Also immer allem eine Chance geben auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gucken dann morgen wieder, was es denn an Tag 16 Schönes gibt. Bis dann!